Hast du dich schon mal gefragt, was die dümmsten Minecraft-Mods auf ganz TikTok sind? Ich zwar auch nicht, aber ich habe trotzdem danach gesucht und ganz komische Dinge entdeckt. Wenn wir dieses Splash Potion auf das Ding draufwerfen, hat es auf einmal zwei Guns und es ist nackt. Wir beginnen mit den Mods, die eventuell noch irgendwie sinnvoll sind, aber mit jeder weiteren Mod werden sie immer schlechter. Fangen wir mit diesem TikTok und wohl einer der bekanntesten Minecraft-Mods an, die alles in Minecraft rund macht. Und ich habe diese Mod so lange nicht mehr gesehen, aber checkt ihr, dass einfach alles hier so rund ist? Und auch in Kombination mit dem Shader sieht das so krass aus. Wie krass auch diese Bäume aussehen. Das ist so cool, das könnte so ein eigenes neues Game sein. Vor allem wie clean man auch hier noch so spielen kann und durchlaufen kann. Das ist einfach so eine krasse Mod. Digga, diese Eisberge einfach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es sieht einfach nur heftig aus. Und besonders, wenn man so in Caves reingeht, ist das einfach nochmal so ein komplett neues Spielerlebnis, finde ich. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Start in das Video. Wir schauen mal, was TikTok uns noch zu bieten hat. Okay, kein Plan, was ich hier gerade gesehen habe. Ich muss das selbst testen. Okay, die Mod ist doch noch viel krasser, als ich überhaupt dachte. Denn zum einen kann man das hier machen. Man baut sich einfach ein ganz normales Nether-Portal, zündet das an und auf einmal... Hallo? Oh, jetzt. Auf einmal kann man direkt... in den Nether hüpfen und auch einfach wieder zurück. Wait, wie geht das überhaupt? Und da hört das Ganze noch nicht auf. Wenn man jetzt einfach ein paar Blöcke nimmt, kann man die durch das Portal bauen. So als wäre das einfach, naja, kein Portal mehr. Das ist einfach, ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach nur so ein Fenster. Und man kann das Ganze natürlich auch nochmal viel größer bauen. Ungefähr so hier. Digga, das ist no joke das krasseste, was ich jemals in Minecraft gesehen habe. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn es gibt ja noch ein Portal. Boah, ich hoffe, man kann das hier direkt im Nether bauen. Lass mal ausprobieren. Bup, bup, bup. Okay, und wenn ich das jetzt noch hier reinschiebe, dann sollte man von hier aus das End sehen. Digga, das ist halt einfach... Nee, ich weiß nicht, was ist das? Vor allem kann man von der Overworld... Oh mein Gott, hä? Ich schaue einfach von der Overworld durch den Nether in das End rein. Und von hier kann man natürlich dann auch nach unten shoppen, aber... Ah, okay, man kommt nicht mehr zurück, was natürlich irgendwie auch Sinn ergibt. Aber das ist immer noch nicht alles, was die Mod hat. Denn es gibt einen neuen Block, nämlich diesen Portal-Block, der irgendwie ziemlich komisch aussieht, aber egal. Damit kann man sich auch wieder, naja, logischerweise ein Portal bauen. Beziehungsweise braucht man im besten Fall zwei davon. Ich packe mal eins hier darüber. Und noch passiert gar nichts, wenn man hier durchgeht, aber sobald man es anzündet, dann verbinden sich diese beiden Portale und wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich oben raus. Aber natürlich kann ich auch wieder nach unten durchlaufen und bin wieder unten, aber ich kann auch einfach nach unten droppen in das Portal rein und dann bin ich wieder oben. Und ja, also ihr checkt, die Mod ist insane und man kann noch so viel mehr damit machen. Das ist eine der krassesten Mods, die es jemals in Minecraft gab und ich habe die vor ein paar Jahren mal in einem Video mit Hugo verwendet. Und wo wir gerade bei Hugo und alten Videos sind, das erinnert mich daran, dass Hugo früher immer mit Filmora seine Videos geschnitten hat und wie es der Zufall so will, unterstützt Filmora 13 dieses Video hier. Damit kannst du zum Beispiel solche Untertitel einfach direkt aus deiner Stimme generieren lassen, um sie deinen Videos hinzuzufügen, was besonders sinnvoll für TikToks und Hochformat-Content ist. Außerdem kannst du dir in Filmora 13 einfach durch einen kurzgeschriebenen Satz einen komplett neuen Clip erstellen lassen. Ich will zum Beispiel genau jetzt hier einen Clip von einer kleinen Katze auf einem Bett im Video haben, also habe ich das genauso reingeschrieben und das ist das Ergebnis gewesen. Andere coole Features sind, dass du innerhalb von Sekunden hunderte verschiedene Effekte und Übergänge auf dein Video packen kannst, ohne irgendwas von Videoschnitt überhaupt zu verstehen. Also wenn du gerade anfangen willst, Videos zu schneiden, kann ich dir Filmora 13 nur empfehlen. Download-Link in der Videobeschreibung. Da ist alles ziemlich easy zu verstehen und du kannst schon extrem viel damit bearbeiten. Und falls du nicht ganz gecheckt hast, was diese Mod jetzt eigentlich macht, dieser Obsidian-Block ist praktisch wie eine Kamera, die du aufstellen kannst. Dann gibst du der einen Namen, zum Beispiel jetzt 2, und die zeichnet jetzt das auf, was vorher ist, also das Dorf. Dann gehst du irgendwo anders hin und stellst diesen Projektor auf und connectest den mit der Kamera. Dann kannst du hier mit diesem Glas sowas wie ein Bildschirm aufbauen und wenn du möchtest, kannst du es auch um die Ecken bauen. Und jetzt kannst du ganz einfach diesen Projektor starten, indem du ihn mit Redstone powerst. Und ihr seht schon auf der anderen Seite, was da passiert. Das Dorf wird hier projiziert. Okay, das ist hier noch ein kleiner Fehler, aber das lässt sich ganz einfach fixen. Und man hat hier einfach eine komplette Live-Übertragung von eben diesem Dorf, was die Kamera da hinten sieht. Checkt ihr jetzt, was ich meinte mit der krassesten Mod, die es jemals in Minecraft gab? Aber leider gibt es sie nur für die 1.12 und wurde warum auch immer nicht mehr geupdatet auf heutige Version. Also wenn das irgendjemand von euch kann, macht das mal. Das sieht irgendwie so cool aus. Wieso kann man das nicht mit so Gemälden im normalen Minecraft machen? Ich habe mir hier mal eine dünne Location ausgesucht für unser Gemälde. Und die Mod fügt zum einen diesen Table hinzu, zu dem kommen wir gleich. Natürlich so eine Staffelei, ganz wichtig. Diese Canvas, auf der wir gleich zeichnen werden und eine Farbpalette. Die kann man dann ganz einfach, okay, die liegt schon drin, alles klar. Und an sich könnten wir jetzt schon anfangen, hier drauf zu malen. Ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung, ihn hier. Überlegt euch einfach, was das sein soll. Aber wenn ich jetzt mal hier rausgehe, seht ihr schon, das wurde einfach hier drauf gemalt. Finde ich das nur so geil? Das ist cool, oder? Safe feiert das niemand außer ich. Aber diese Leinwand ist mir etwas
zu klein. Deswegen müssen wir kurz nochmal hingehen und in diesen Table die einfach mal ein Stück größer machen. Jetzt haben wir so eine 4x4 Canvas. Das kommt einmal raus. Das war eh hässlich. Jetzt packen wir die größere drauf. Wie geht das? Okay, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, diese große Canvas auf das Ding zu transportieren. Aber ja, also irgendwas ist komisch mit der Mod. Aber das soll uns nicht aufhalten, den König einmal schön hier drauf zu malen. Ja, ich glaube, das wird was. Lass mich kurz kochen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er hoffentlich... Oh mein Gott, das wird so schlimm. Wenn er hoffentlich gleich auf dieser Leinwand erscheint. Okay, ihr seht das Ergebnis noch nicht und das ist auch besser so. Wir müssen das Gemälde natürlich noch schön einrahmen in den goldenen Frame, damit es dem König würdig wird. Dazu muss ich das einmal... Oh nein, bitte das auszensieren. Einmal betiteln, der König. Und dann haben wir dieses Gemälde, was wir mit dem Rahmen zusammenschaffen können. Und dann können wir das hier aufhängen, oder? Können wir das? Nee, können wir nicht. Aber hier. Oh mein Gott, er sieht so krass aus. Findet ihr mein Basti-Gemälde süß? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ab diesem Punkt können die Mods eigentlich nur noch schlechter werden, weil das war die beste, die es jemals gab. Ich bin ja sehr gegen das Cheaten in Minecraft, wie man auch im letzten Video gesehen hat. Aber die Animation sieht einfach zu nice aus, um es nicht selbst zu testen. Aber um diese Animation zu sehen, müssen wir uns erstmal die neuen Items der Mod anschauen. Zum Beispiel den Scanner und die ganzen Module, die neu hinzugefügt werden. Zum Beispiel den für die Fluids, also Lava und Wasser. Dann gibt es noch einen für Rare Ores und einen für Animals. Und die kann man jetzt alle in diesen Scanner einlegen. Wir holen uns erstmal das Modul für Wasser und Lava. Und falls ihr blind seid, okay, wait, das wird euch auch nicht helfen. Aber falls ihr dieses Wasser oder diese Lava hier übersehen habt, dann könnt ihr jetzt einfach den Scanner dafür verwenden. Das lädt sich auf und... Wieso sieht das so krass aus? Auf jeden Fall hat man hier überall Wasser markiert und hier unten obviously Lava. Und ich finde allgemein dieses Aufladen so geil, dann diese Shockwave und dann diese Markierung. Das sieht so krass irgendwie aus. Wir können auch gleich mal schauen, ob es hier noch irgendwelche seltenen Erze gibt in der Cave, wenn wir schon mal hier sind. Wir scannen einmal. Da, Deep Slate Diamond Ore und Deep Slate Gold Ore. Wir gehen mal kurz hin, ob das wirklich da ist. Es ist wirklich da. Gibt es hier drüben vielleicht noch was? Lapis Ore direkt unter uns. Wir bauen uns kurz nach unten und, also das Deep Slate Lapis Lazuli Ore. Wir testen noch das letzte Modul aus, das für die Animals. Und hoffentlich bekommen wir hier einen Axolotl zu sehen. Da ist eins. Oh, und ganz viele, oh, Close Quits, Tropical Fische. Mit diesem Modul kann man noch einmal die Range von dem Ganzen erweitern und die natürlich auch kombinieren, wie ihr seht. Wir müssen es einfach nochmal machen und nochmal nach ein paar seltenen Erzen suchen. Boah, und wie gesagt, das Visuelle ist einfach... Also, okay, Cheaten, wie gesagt, uncool, macht das nicht. Aber das Visuelle ist halt einfach satisfying, wie das so durch die Welt geht, checkt ihr. Deswegen habe ich die Mod rausgesucht. Ich habe diese Mod schon öfter mal gesehen, aber noch nie getestet, weshalb ich jetzt umso gespannter bin, weil die schon geil aussieht. Okay, ich habe mir die Mod angeschaut und sie ist wirklich insane. Wir haben hier ganz viele verschiedene Anzüge. Und gebt euch mal, wie viel das sind. Hier haben wir zum Beispiel so 10.000 Spider-Man-Anzüge. Und ich suche einfach mal ein paar raus und wir testen die. Wir ziehen uns die erste Rüstung an. Bum, bum. Bum, bum. Und jetzt seht ihr schon, wir bekommen, wenn wir die komplette Rüstung anhaben, hier einen Haufen von Effekten bzw. Fähigkeiten, die wir jetzt nutzen können. Zum Beispiel können wir den Web-Shooter toggeln. Das sieht dann so aus. Web-Zip. Digga, hä? Wie krass. Und wenn man F gedrückt hält, hat man noch diese Spidey-Sense-Slow-Motion-Ansicht. Also alles um einen rum ist in Slow-Motion und man selber auch. Digga, das ist so krass gemacht. Und das Swing mit den Cobwebs ist so clean irgendwie. Wir testen jetzt hier nochmal so eine Flash-Rüstung von Godspeed. Bup, 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 bup. Und ich glaube, diese Flash-Anzüge sind die krassesten aus der Mod. C, Adjust Super Speed. Hä? Warte mal, wieso sieht das so krass aus? Hä? Oh mein Gott, warte mal, hä? Ich habe noch nie sowas krasses gesehen in Minecraft, hä? Wait, wie ist das gemacht? Vor allem, ihr müsst euch vor Augen halten, das ist in der 1.7.10 gemacht. Also, Digga, es sieht irgendwie nach neuester Version aus, aber das wurde irgendwie vor 10 Jahren oder so gemacht. Hier haben wir auch wieder eine Slow-Motion-Vision. Yo, wie cool. Hey, ich bin irgendwie gerade so sprachlos, checkt ihr? Weil das so krass ist. Wieso ist das so krass? Und zum Schluss haben wir noch die Ant-Man-Rüstung. Sieht auch sehr cool aus. Und mit dem können wir einmal unsere Größe verändern. Oh, hä, wie geil. Wenn wir klein sind, sind wir halt auch schnell und irgendwie, hä, das ist so smooth irgendwie. Und zusätzlich dazu haben wir noch den Giant Mode, womit wir, naja, groß sind und langsam. Also insgesamt eine sehr coole Mod mit sehr vielen Anzügen, die wahrscheinlich das Video sprengen würden, wenn ich alle testen würde. Also teste dieselbe aus. Wir machen weiter mit der nächsten Mod. Mit dieser Mod soll man laut den TikToks so einen Rift öffnen können, womit man sich durch die Wände bewegen kann und das sieht einfach nur krass aus. Aber dafür brauchen wir erstmal das neue Item der Mod, nämlich das Portable Hole. Okay, der Textur kann man halt auf jeden Fall noch arbeiten, würde ich sagen. Aber darum geht es ja gar nicht. Denn normalerweise würde man ja jetzt einfach in so ein Haus einfach durch die Tür laufen, aber das ist halt zu langweilig. Und deswegen hat man das Portable Hole, mit dem man einfach
das hier machen können. Und sogar mit Shader sieht das. Hä? Mit Shader sieht das sogar viel, viel krasser aus. Warte mal, wir müssen den mal kurz ausmachen. Ja, nee, oder? Ich finde das irgendwie quatschig mit der Endportal-Textur. So nur mit den Partikeln ist irgendwie krasser, oder? Naja, wie auch immer. Ihr seht auf jeden Fall die Funktion. Ich klicke einen Block an und in einem bestimmten Bereich, naja, verschwinden halt die Blöcke für eine kurze Zeit. Hat was passiert? Ah, man wird einfach eingesperrt. Alles klar, Frage beantwortet. Aber ich mag die Mod auf jeden Fall, weil sie so, keine Ahnung, visuell einfach auch sehr attraktiv ist. Digga, was sage ich hier? Und einfach unique ist und gut funktioniert und irgendwie alles ziemlich geil ist an der Mod. Checkt ihr auch, wie die Blöcke zurückkommen? Nee, alles ziemlich cool. Das sind Mods, die ich einfach geil finde. Danke für dieses TikTok. Ich hoffe ja schon so lange auf ein Wetter-Update für Minecraft. Und wenn das kommt, dann bitte so wie in diesem TikTok. Damit kann man nämlich eine ganze Reihe an neuen Wetterszenarien spawnen. Zum Beispiel den Fire-Tornado. Das sieht cool aus, oder? Warte, ich verbrenne hier oben, oder? Wir müssen schnell nach unten. Wait, gibt's das auch in echt, dass das so ein Tornado so Feuer hinterlässt? Nee, oder? Ich glaube, das gibt's nicht. Egal, wir machen den mal weg und spawnen den nächsten, nämlich den Sharknado. Der, naja, Shark spawnt. Nee, irgendwie sind das Delfine, oder? Also wo sind jetzt die Sharks? Moment, Digga, ist Jumpscare. Hier weg mit dem. Danke für den Fisch. Außerdem gibt es noch hier den Sandstorm, wenn wir schon mal in der Wüste hier sind. Da fliegen diese lustigen Büsche durch die Gegend. Und natürlich gibt es auch noch den Schneesturm, der auch ganz passend zu der Wüste hier passt. Warum kommt kein Schneesturm? Couldn't spawn tribing in a lodge. Alles klar. Dann machen wir den hier nochmal. Also ihr checkt auf jeden Fall den Vibe von der Mod. So vom Optischen passt es vielleicht noch nicht so gut rein. Also keine Ahnung, was ist diese Staubwolken da oben sind. Aber von der Idee her, dass es sowas geben könnte, da bin ich großer Fan von. Hier kannst du anscheinend bestimmte Bereiche einfach einpacken und woanders wieder aufbauen. Aber ob das so einfach funktioniert, muss ich erstmal testen. Und dafür habe ich mir dieses schöne Testobjekt aka ein ganz normales Dorf rausgesucht, denn die Mod bietet die Capture Base plus ganz viele andere Kapseln, von denen ich nicht weiß, was sie überhaupt machen. Aber es heißt 11x11x11 klingt eigentlich ganz gut, also nehmen wir die einfach. Und wenn wir jetzt einfach mal in das Haus hier reingehen, entfernen wir mal diesen Block und den hier und dann packen wir mal die Capture Base einfach mal hier drunter, glaube ich. Und wenn wir hier die Kapsel in die Hand halten, dann passiert hier schon irgendwas. Und hier draußen sehen wir auch schon den Bereich, der anscheinend in die Kapsel mit reinkommt gleich. Okay, und mit einem Rechtsklick aktivieren wir das Ganze und mit einem weiteren Rechtsklick, okay, das ging schnell, haben wir das ganze Haus jetzt anscheinend in dieser Kapsel drin. Und jetzt können wir einfach woanders hingehen und die wieder werfen. Ah ne, zuerst aktivieren und jetzt werfen, okay. Okay, das ist halt cool, oder? Jetzt haben wir das gleiche Haus, nur halt einfach gemoved. Und mit einem weiteren Rechtsklick können wir das wieder einpacken und woanders hinwerfen. Hey, ist schon geil, oder? Wie hat man das gemacht? Naja, wie auch immer, diese Mod hat den Test bestanden. Sie ist echt cool und sinnvoll und wir machen weiter. Wenn man so easy die Bilder platzieren kann wie in diesem TikTok, könnte das eine der lustigsten Mods für jeden SMP-Server sein. Okay, ich habe mir die Mod angeschaut und sie ist wirklich so simpel und einfach genial. Man hat nämlich als neues Item ein Graffiti und naja, was macht man mit Graffitis? Man besprüht halt Wände damit, genau so hier. Und noch sieht man, naja, nichts, aber wenn man hier einen Rechtsklick drauf macht, kann man jetzt hier ein neues Painting auswählen. Es funktionieren auch voreingestellte Screenshots, die man halt mal gemacht hat. Aber darum geht es jetzt gar nicht, denn hier kann man jetzt eine URL zu einem, naja, Screenshot oder einem anderen Bild eingeben. Und wir nehmen jetzt einfach mal dieses Bild von dem kleinen Hamster hier und kopieren die URL von dem Bild. Und wenn ich jetzt hier auf Load Image gehe, kommt erstmal hier dieses kleine Fenster, wo man schon den Hamster sieht, aber das ist ja, naja, das ist ja eine scheiß Qualität. Deswegen müssen wir einmal die Größe verändern, einfach auf das Höchstmögliche. Die Resolution auf das Höchstmögliche. Keine Ahnung, was das ist, aber oh, das, ja, doch, das sieht besser aus. Und dann saven wir das Ganze. Und dann haben wir hier den Hamster. Und das würden jetzt hier alle anderen auf dem Server auch sehen. Aber naja, hier sind halt keine anderen, weil ich habe keine Freunde und keinen Server. Mit der Mod kann man anscheinend nicht nur seine, sondern auch die Größe von allem anderen verändern. Wir schauen uns das einfach mal an. Okay, also ich habe mich informiert. Und mit diesem Command, ich habe den Command vergessen, /scale set, dann PQI, was die Mod ist. Und hier kann man alles einstellen, was man möchte. Zum Beispiel die Weite von einem selber. Wenn ich die jetzt auf 2 setze, werde ich, keine Ahnung, 2 Blöcke breit, nehme ich an. Das können wir natürlich noch erweitern auf 5. Ja, ich sehe so krass aus. Okay, aber was ist, wenn wir das auf 100 machen? Ja, das ist echt weit, glaube ich. Okay, bei 10 kann ich mich gerade noch so sehen. Aber wir können natürlich nicht nur die Weite, sondern auch die Höhe einstellen. Und wenn wir mit jetzt auch auf 10 setzen, sollten wir eigentlich wieder normal aussehen. Nur halt sehr, sehr groß. Okay, das mit der Größe passt schon mal, aber wir haben immer noch das Problem, dass wir nur einen Block nach oben laufen können. Aber zum Glück haben wir die Mod installiert, mit der wir auch die Step Height anpassen können. Und da wir Weite und Höhe auf 10 gesetzt haben, denke ich mal, das sollten wir auch auf 10 setzen. Und jetzt können wir hier einfach hochlaufen. Das ist ja geil. Können wir einfach auf die Bäume hier? Ja, okay, so ein bisschen. Aber wir können natürlich auch noch die Jump Height anpassen auf 10. Und damit, jo, okay, gut. Damit sollten wir auf jeden Fall auf jeden Baum jetzt hochkommen. Geht es auch um Survival?
Okay, es geht nicht um Survival. Aber man kann nicht nur die Größen und Variablen des eigenen Körpers verändern, sondern auch die von Items, die man hält. Wenn wir das jetzt auf 10 stellen, haben wir auf einmal ein sehr großes Schwert. Auf jeden Fall, ihr seht schon, man kann sehr viele verschiedene Dinge anpassen und verändern und vergrößern, verkleinern, erhöhen und vertiefen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch rede. An sich eine sehr coole Mod. Wir machen weiter. Vielleicht kann man es aus dem TikTok nicht ganz entnehmen, aber das ist eine Mod, womit man komplett eigene Cosmetics in-game erstellen kann, was ich unbedingt testen muss. Okay, die Mod ist echt krass. Wir können hier einfach unseren eigenen Skin laden und wie in Blockbench zum Beispiel hier beim Kopf jetzt einen Cube hinzufügen, von dem dann die Größe ändern, das hat jetzt ein bisschen zu groß, und dann die Position ändern. Zum Beispiel packen wir das große Ding jetzt einfach mal hier so auf den Kopf drauf, so mittig, ändern noch die Farbe in Rot. Und das wäre beispielsweise jetzt das erste Cosmetic. Dann gehen wir hier auf File, Save, und dann können wir das Ganze in-game mal testen. Und schon haben wir diesen roten Block auf den Kopf. Ich glaube, ich setze mich gleich mal dran und mache mir ein paar Katzenohren. Das sollte eigentlich easy sein. Wir sehen uns gleich wieder. Also das ist meine Variante von Katzenohren. Mal schauen, wie die in-game aussehen werden. Hä, aber nicht schlecht, oder? Also ich sag mal so, für, keine Ahnung, jetzt so 3 Minuten ein bisschen rumpixeln, ist nicht schlecht, kann man machen. Auf jeden Fall, ihr seht das Potenzial der Mod. Man kann halt legit alles machen und alles an den Körper packen, was man will. Sehr geile Mod und coole Alternative zum Blockbench. Wir hatten ja heute schon mal so eine ähnliche Mod mit den Bildern, aber hier hat man einfach noch eine Kamera für In-Game-Screenshots, was echt cool ist irgendwie. Okay, mit der Mod wird nur ein einziges neues Item hinzugefügt, nämlich, ja, wer hätte gedacht, die Kamera. Und mit der können wir jetzt anscheinend ein Bild machen. Also, ich hoffe mal, dass wir ein Bild machen können. Dazu rechtsklicken wir das. Oh, okay, das sieht echt cool aus. Vielleicht können wir jetzt irgendwie, oh, das oben ist der Zoom, check. Ey, voll geil. Okay, lass mal davon ein Bild machen. So, zack. So, das ist das Bild jetzt. Okay, checke. Hey, wie geil. Wird so direkt entwickelt. Und wir können es auch noch anschauen. Können wir das auch noch aufhängen? Ungefähr hier so. Nee, hä? Wait, in den Item-Frame vielleicht? Nee, alles klar. Warte, da gab es noch so ein anderes Image-Frame. Okay. Und, pup, wait. Hey, das ist übergeil, oder? Vor allem, weil das so schnell geht. Checkt ihr? Und schon haben wir ein neues Bild. Aber auch hier, ich sag mal so, so geil die Mod ist, das Ding könnte man halt echt nochmal überarbeiten. Aber das ist echt meckern auf höchstem Niveau, weil das ist einfach cool. Oh, das ist nicht so cool. Ich glaube, wir müssen schnell weitermachen. Das sieht irgendwie nach so einer Mod aus, von der niemand wusste, dass er sie braucht. Okay, kurze kleine Story zu dieser Mod. Also eigentlich hat es überhaupt nichts mit der Mod zu tun, aber ich war jetzt eine Woche in Madrid und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so im Urlaub seid oder an so sehr großen öffentlichen Touristenorten. Da sind manchmal solche Hütchenspieler. Kennt ihr die? Die haben dann halt so 3 Hütchen, zum Beispiel. Also so, das sind jetzt diese Hütchen von denen. Und unter einen machen die so einen Ball drunter. Und dann muss man halt so checken, unter welchem Hütchen der Ball ist, wenn die so vertauschen. Und ich merke gerade, das macht überhaupt keinen Sinn, dass die alle 3 verschiedene Farben haben, weil man weiß ja, dass das unter dem gelben ist. Warte, wir tauschen das mal schnell aus. So, und jetzt imagine, ich würde diese 3 Hütchen die ganze Zeit vertauschen und ihr wisst nicht mehr, unter welchem Hütchen der Ball ist. Beziehungsweise in welcher Schalke der Schneeball in diesem Fall. Aber jetzt kommt diese Mod ins Spiel, mit der man, wenn man ein weiteres Item der Art in seinem Inventar hat, einfach Z drücken kann. Und dann scheint in dem Containerblock diese Animation. Denn hier ist kein Schneeball, hier ist auch keiner, aber hier ist einer. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch einen reintun und hier auch noch und jetzt nochmal überprüfen, wo einer drin ist, ist er neben einem, weil wir, naja, neben einem reingelegt haben. Und jetzt imagine, man hat so ein riesiges Kistenlager und will unbedingt wissen, wo man noch Schneebälle hat. Und dann macht man einfach ihn hier und zack, überall leuchten Kisten auf oder vielleicht nur eine und man checkt direkt, wo man suchen muss. Sehr coole, hilfreiche Mod. Ich weiß nicht, warum ich unsichtbar bin. Wir machen weiter. In dem TikTok fühlt sich die Mod wie eine viel, viel bessere Version von Armor Stands an, aber ob das wirklich so ist, teste ich jetzt aus. Okay, wir machen mal einen kleinen Vergleich. Das hier ist ein Armor Stand, kennt jeder aus Vanilla Minecraft. Und das Einzige, was man damit machen kann, ist, naja, Armor halt adden. Und das war es halt auch schon. Man hat nicht mal Arme irgendwie, man kann keine Posen einstellen. Ist halt ziemlich langweilig. Aber da kommt jetzt diese Mod ins Spiel, die Strohpuppen hinzufügt, die das alles viel, viel geiler machen. Denn wenn man in diese Strohpuppe reingeht, hat man so viele verschiedene Möglichkeiten, die zu customizen. Und klar, das geht auch mit Commands bei Armor Stands, aber der, also wer schon mal damit gearbeitet hat, viel zu umständlich. Hier können wir zum Beispiel den Kopf
bewegen, wie er rotiert sein soll oder welche Position er einnehmen soll. Hier linker Arm, rechter Arm, er checkt schon. Wir randomisen einmal. Jo, geile Statue. Hier kann man noch den Style verändern, ob es eine kleine Strohpuppe sein soll, ob sie crouched. Aber das Beste ist, man kann hier einen Spielernamen eingeben, zum Beispiel BastiGRG. Dann hier noch Show Name anticken und dann hat unsere Strohpuppe schon den BastiGRG-Tag. Aber das ist noch nicht alles, denn wenn wir hier in Model Parts reingehen und hier auch nochmal BastiGRG reinschreiben, dann nimmt unsere Strohpuppe den Skin von Basti an. Hier können wir jetzt noch Basti auf mehrere Millimeter bewegen, so wie wir haben wollen. Ich will ihn jetzt hier haben zum Beispiel. Wir geben ihm jetzt nochmal diese Happy Pose. Er freut sich. Und machen ihn ganz klein. Wait, warum ist er so süß? Okay, wir müssen ihn nochmal ganz groß machen. Dann rotieren wir noch ein bisschen. So, zack, zack, zack. Jo, das ist geil. Und schon allein an dem Beispiel seht ihr, wie viel mehr sinnvoll diese Strohpuppen sind im Gegensatz zu normalen Armor Stands. Sehr geiler Mod. Minecraft sollte auf jeden Fall Strohpuppen hinzufügen und Armor Stands einfach mal entfernen. Wir machen weiter. Naja, die Mod ist halt ein sehr langes Boot. Ja, das ist es, was es ist. Und genau das ist es nun mal. Wir machen uns einen Crafting Table, pam, und craften uns ein normales Boot. So sieht ein normales Boot aus, falls ihr es noch nicht wusstet. Aber wir machen jetzt einfach mal ein paar mehr, denn diese normalen Boote kann man... Warte mal. Oh, man kommt nicht hier so hier, oder? Okay, wir haben jetzt ein Large Boat Size 3 und hier ein Large Boat Size 4. Okay, wie sieht ein Large Boat Size 4 im Gegensatz zu einem normalen aus? Okay, ist halt ein größeres Boot, oder? Aber wie groß ist das größtmögliche Boot, was wir daraus craften können? Das interessiert hier 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, mit sehr viel Pech kann man das unendlich groß machen. 19, 20, 21. Und ich habe kein Holz mehr. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich hier fertig mit Craften bin oder naja, es kein Holz mehr gibt. Das ist gerade so gutes Aim-Training, er checkt nicht. Okay, an dem Punkt kann man sagen, dass es wahrscheinlich echt unendlich groß geht, aber wir machen mal die 100 voll. Okay, noch 3 und da haben wir unser Boot Size 100. Okay, wie sieht das jetzt hier aus? Ich glaube, das ist noch nicht das Ganze, oder? Wir müssen noch ein bisschen rausfahren, wie das denn rausfährt. Okay, da haben wir es. Ja, keine Ahnung, was soll ich noch dazu sagen? Das ist die Mod, ihr könnt unendlich große Boote craften. Ey, ist geil, oder? Ab zur nächsten. Ehrlich, keine Ahnung, was wir uns da gerade anschauen. Lass das einfach mal selbst testen. Okay, in dieser Mod geht es darum, dass alle Peaceful Entities, also Schafe, Katzen, Strider, Füchse, Hasen und Schildkröten, auf einmal hostile, also ziemlich böse werden. Und alle auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir spawnen dann nochmal das Schaf, ne? Nochmal das Schaf, kennt ihr. Aber wenn wir jetzt die Splash Potion auf Lethality? Heißt das so? Wenn wir diese Splash Potion auf das Ding drauf werfen, hat es auf einmal zwei Guns und es ist nackt. Wir schauen mal kurz, wie stark das Ding ist. Ja, ist okay, würde ich sagen. Wir machen das mal weg. Okay, nächstes Mob ist eine Katze. Oh, die ist ziemlich schnell. Warte mal, kann ich die überhaupt abwerfen? Hopp. Okay, das hat auch... Okay, hä? Warum steht das auf dem Kopf? Aber Katzen haben anscheinend auch... Oh mein Gott, wie schnell das ist. Hey, ich komme gar nicht an die ran. Oh mein Gott, schnell zurück. Okay, wie sieht dein Strider aus? Mann, warum haben alle Mobs auf einmal so Guns? Okay, ich glaube, ich bin One-Hit von dem, oder? Oh mein Gott. Okay, was ist mit deinem Hasen? Der kann ja jetzt nicht so böse sein eigentlich. Hat Pro eine Karotte als Waffe? Okay, das ist peinlich, oder? Ja, wer ist er? Boah, aber Schildkröten müssen bestimmt krass sein. Digga. Oh mein Gott, das ist einfach... Wie heißen die nochmal? Ninja Turtles? Wer ist er? Angelo? Nee, das war eine andere Serie, oder? Und zum Abschluss noch ein Fuchs. Oh mein Gott, der ist auch viel zu schnell. Komm. Ja. Warum steht hier Turtle? Das war ein Fuchs, oder? Ja, coole Mod, ab zum nächsten. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist wahrscheinlich das perfekte Beispiel für eine dumme Minecraft-Mod von TikTok. Ich finde ja alles, was mit Villagern zu tun hat, viel zu aufwendig. Und deshalb ist das wahrscheinlich die sinnvollste Mod aus dem ganzen Video. Hier hat man nämlich solche Blöcke, in die man kleine Villager einfach fangen kann. Wir holen uns mal ihn hier. Und jetzt können wir ihn einfach in so einen Trader-Block stecken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fletcher haben will, packe ich noch den Block dazu. Und schon haben wir den ersten Villager in unserer Trading Hall. Und das Beste daran ist noch, dass wir nicht immer einen neuen Villager brauchen. Denn wir können mit diesem Pfeil einfach jeden einzelnen Trade, den ein Villager haben kann, uns selber forcen. Dann gibt es hier noch einen Breeder. Da können wir zwei Villager reintun und das Ganze noch mit Brot auffüllen. Und dann sollten die eigentlich gleich einen kleinen Baby-Villager machen. Kommt, mach mal. Oh mein Gott, es ist schon soweit. Und hier, Output, Baby Villager. Perfekt. Wait, können wir den hier schon reintun? Oh. Auf jeden Fall, das hier ist wahrscheinlich die kleinste Iron Farm, die es gibt. Ich weiß eigentlich nicht, ob das mit den Baby Villagern funktioniert. Das werden wir gleich sehen. Hier können wir Villager zombifyen. Erstmal kommt hier einer rein. Noch einen Golden Apple dazu. Und einen Weakness Trank. Zack, zack. Und da hat er sich schon verwandelt. Und gleich können wir einen geileren Villager hier unten rausholen. Und zuletzt haben wir noch den Farmer Block, wo wir einfach einen Villager reinpacken und dann das Feld mit zum Beispiel den Seeds bepflanzen. Und jetzt wird er für uns einfach in diesem einen Block die ganze Zeit Weizen farmen.